Und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zur neuen Folge Rollercoaster Tycoon. Wo waren wir denn zuletzt? Ich vermute mal Leafy Lake Halbzeit. Ne, wir haben Leafy Lake fertig. Haben wir den noch fertig gemacht? Halbzeit fertig. Fertig. Halbzeit, Evergreen Gardens. Dann würde ich sagen, nehmen wir den, oder? 23:42 am 1.8. Da sehe ich uns doch. Und da sind wir auch schon wieder. Jawohl, ich erinnere mich. Oh, ja, 3. Dürften wir aber gleich fertig haben, wa? Genau, unsere Parkbahn kommt gut an. Gute Stahlgerüst-Achterbahn haben wir, wo wir das Foto noch eingebaut haben. Und die Bremse noch zusätzlich, genau. Und die Besucher verlaufen sich ständig. Auch daran erinnere ich mich. Lässt sich nur leider aktuell nicht großartig vermeiden. Pferdchenbahn haben wir. War ganz toll, sehr schön. Und ansonsten müssten wir halt gucken, so richtig die Wege vereinfacht bekommen wir nicht. Ja, wir könnten hier noch welche abreißen, ne? Die Leute hier weniger Fußweg zu laufen hätten, aber ansonsten geht's eigentlich. Wir haben 4000 Mark eingenommen. Da können wir noch ein bisschen unseren Kredit von schmälern. Finde ich immer ganz gut, wenn wir den loswerden. Nicht wahr? So, ansonsten haben wir den Turm, wir haben das Riesenrad, Wasserbahn haben wir. Wir haben eine Holzachterbahn, das ist wichtig. Holzachterbahn ist immer wichtig. Oh, Go-Kart. Machen wir mal 2,50 Mark, wa? Mit der Rutsche aus 50 Pfennig. Runter gehen wir nicht. Auch 50 Pfennig. So, genau, den Bereich haben wir schon abgetrennt, um auch hier Platz zu machen. Für vieles. Die Besucher äußern sich, dass der Parkeintritt zu günstig ist. Ach, liebe Besucher. Dann gehen wir mal um Fuffi. Und da muss aber erstmal gut sein. Achterbahn 1, wo haben wir die? Diese hier, immer noch sehr gut, sehr beliebt. Tolles Ding, auch mit der Strecke. Rutsche 1 ist defekt, auch noch. Eieieiei. Die Baumschamrutsche, ne? Die ist auch ein Highlight. Mal gucken, ob bei 2,50 immer noch die Leute drauf gehen. Hallo lieber Grisou und hallo lieber Hansekraft. Schön, dass ihr beiden da seid. Wie geht's, wie steht's? Hier hat mir einer die Bänke kaputt gemacht. Arschlochter. So, dieses Mal kriegst du mich nicht. Ich habe schon zu Abend gegessen. Guten Abend. Na siehste, sehr, sehr schön. Das freut mich, mein Lieber. Ich übrigens auch. Ich übrigens auch. Und guten Abend, Hansekraft. So, ja, schön, dass ihr beiden dabei seid. Ich habe tatsächlich überlegt, gerade wegen dir, Hansekraft, ob ich mal ein bisschen Star Citizen zeige. Ich glaube, das machen wir tatsächlich die Tage mal. Ich hätte nämlich Lust darauf, euch das auch ein bisschen näher zu bringen. Ich habe mir aber auch tatsächlich Call of Duty gekauft im letzten Sale. Und das wollte ich auch mal spielen, um ehrlich zu sein. Zumindest die Singleplayer-Kampagne. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht für viele ein alter Hut. Für mich noch nicht. Von daher würde ich das auch ganz gerne mit euch versuchen. Vielleicht mal was anderes. Wie gesagt, mal ein bisschen Action. Eventuell könnte euch das ja auch gefallen. Achterbahn 1 ist schon wieder defekt. Achterbahn 4. Wer ist denn jetzt die 4? Ah, diese hier. Was hast du denn? Fehlfunktion. Aha. Na, da ist er ja schon. Sehr gut, sehr gut. Es geht. Man schwitzt so vor sich hin, auf Arbeit wie zu Hause. Was macht die Kunst? Also ich musste heute nicht so direkt schwitzen, um ehrlich zu sein. Bei uns ist aber auch nicht wirklich warm. Im Gegenteil. Es hatte gewittert. Entsprechend ist es etwas kühler. Ein Labyrinth haben wir doch auch schon, ne? Guck mal hier, wir haben sogar schon ein Labyrinth. Geht auch einfach gar keiner rein, ne? Ich meine, es für 50 Pfennig. Naja.
Von daher konnte ich. Ach du heilige Scheiße, was haben wir denn hier noch alles für Achterbahn? Die gute Lorenbahn, die muss aber her. Bobbahn muss auch auf jeden Fall her. Aber ich glaube, erstmal bauen wir einen Freefall, ne? Den könnten wir hier noch relativ günstig in die Ecke klatschen, würde ich sagen. Oder? Ja, ne? Hier so. Kann man hier auch wieder nutzen für die Wege. So, wie hoch wollen wir? Ich dachte gerade, da geht aus dem Bild raus. 50? Oh, 100 Meter, oder? Oh, 60, mehr geht nicht. Ja, gut, ist auch schon eine Ansage, ne? 60 Meter sind wir uns, glaube ich, einig. So, darf ich den Eingang eigentlich auch hier hinsetzen? Darf ich, finde ich gut. Ich möchte dieses Schild gerne abreißen. So. Machen wir erstmal da hier in Grün, ne? Müssen wir den hier erstmal wieder. Testen, ne? Ah, 111 ist noch zu wenig. Komm, da geht noch was. Ah, wunderprächtig. Eine Mark 50, oder? Na komm, eine Mark. So, fertig. Können wir hier aber trotzdem mal wieder ein Schild aufstellen, ne? Nur Ausgang. Und das denn? So, zack. So, haben wir das schon mal? Haben wir jenes? Bei mir geht das Gewitter seit Tagen immer ein paar Kilometer vorbei. Ah, Amonsen, schön, dass du auch da bist. Oha, da werden ja die ganzen alten Schätze rausgeholt. Dieses hier wird tatsächlich schon ein bisschen länger immer mal wieder rausgeholt. Und irgendwie, es hat gepackt. Es hat mich irgendwie wieder mal gepackt. Weiß auch nicht. Nun denn. Na, macht er mir noch jetzt Geräusche? So, das haben wir. Wo waren wir noch bei? Kredit abbezahlen. Leider immer ganz wichtig. Aber wir gehen ja dem Ende entgegen. Ihr seht schon, April, Jahr 3. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ich glaube aber trotzdem, das schaffen wir. Eigentlich mein Highlight wäre jetzt noch eine Lorenachterbahn. Ich stehe auf diese Lorenachterbahn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, fast jeder kennt hier, wie gesagt, aus dem Phantasialand die Colorado. So, eigentlich mit einer meiner Lieblingsbahnen. Haben wir nicht auch schon einen Ort dafür gefunden, Mensch? Ich glaube, mit in den See, ne? Wollte ich. Oder hier halt. Weg mit dem ganzen Krempel. Gäste verlaufen sich. Ja, kann ich nicht für. Das tut mir leid, das ist in diesem Park so. Ich habe wirklich schon mein Bestes versucht.
und verlaufen sich, wollen aber, dass es teurer wird. Hervorragend. Ich mag meine Gäste. So. Hier ist aber auch tatsächlich wenig Platz für so eine große Attraktion. Ne? Hier könnten wir es noch versuchen. Hier könnten wir es noch versuchen, oder? Knippeln wir mal hier schön alle Bäume weg. So. Oh, Regen. Jetzt gibt es Regenschirme. Kling, 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 kling. Ich höre es schon. Hört ihr es auch? So, jetzt müssen wir einmal leider wieder Geld verbrennen. Schön vorsichtig mit der Maus. Ja, ansonsten kostet das nämlich richtig viereckig Geld. Das wollen wir natürlich nicht. So, wir haben kein Geld. Hab's jetzt auch wieder angefangen, ne? Siehste. Oh, es regnet. Kaum sage ich, siehste. Jetzt bin ich gespannt. Das war die Bahn, bei der ich so meine Mühe habe beim Setzen der Zugänge. Ja, stimmt. Ich wollte ja, ich glaube, ich hatte dir auch geschrieben, da ist also irgendwann oder irgendwo habe ich ein Video schon von dem Ding. Ich habe das nämlich schon mal gebaut in einem Park. Es war aber noch nicht, war noch nicht online, wo du mir geschrieben hattest. So, wie setzen wir die gute Bahn denn? So kostet sie 9000 D-Mark. So kann ich sie nicht setzen, doch 9,5. Leia, guckst dir gut an. Hey Schütze, schön, dass du auch da bist. Danke, Leia. Ich freue mich auch immer von dir zu lesen. Schau dir das gut an. Ich sag's dir, wir machen unseren eigenen Park. Ich habe das hier, ich bin das schon gut am Üben. Glaub an mich, ich kann das. Du musst mir nur das Land und Startkapital zur Verfügung stellen. Den Rest mache ich. 9000 Mark, ich habe 400. Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir die noch gebaut kriegen. Soll ich jetzt nochmal einen Kredit aufnehmen? Ich habe noch 3000 Mark Kredit. Eigentlich möchte ich den immer loswerden, wenn das Fabi hören würde, dass ich Kredit sage. Eieiei. Ich habe auch gerade einen Vergnügungspark gebaut. Hä? Wie jetzt? Guten Abend, hallo lieber Zarezani, schön, dass du auch da bist. Bin vielleicht auch einfach doof, damit kann ich leben. Ich schick dir mal Bilder, schick mir Bilder, Lea. Ne, will keiner fahren? Ich fahr's nicht, wenn es regnet. Naja, dann, das geht ja. Können wir ja mit leben, ne? Wo ist denn hier? Habe ich hier nicht eine Putzfee gehabt? Jetzt haben wir hier eine. Nein, du brauchst keinen Rasen mehr. So. Das haben wir, das haben wir. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Geld noch hinkommt, lieber Grisou. Ich würde es dir sehr gerne sagen, komm, pfeif drauf. Wir brauchen halt leider sehr, sehr viel Geld. Das ist im Prinzip alles das, was ich schon wieder abbezahlt hatte. Naja, passiert. So, und dann würde ich die, glaube ich, so hinstellen. Ne? So ist ein bisschen teurer. So, da ist sie. Und zwar müssen wir. Ich hatte hier aber auch immer meine Probleme. So ist nicht. So, hier fährt die rum und krepelt hier hoch. Am besten baut man das, glaube ich, hier hin. Ich meine aber auch, ich hätte den Eingang immer hier so gehabt. Guck gerade noch mal. Ich meine, hier hatte ich immer so irgendwo den Eingang. Nee, hier auch nicht. Nee, dann bleibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit, beide Sachen hier irgendwo hinzubauen. So, wir können jetzt natürlich noch mal hingehen. Da wir ja genau wissen, was uns erwartet.
So, ne? Haben wir nämlich noch ein Foto reingebastelt. Das kommt immer gut. So, und jetzt lass mich nicht lügen. Wo haben wir denn den Eingangsbereich hingemacht? Der war bei mir auch komisch. So ist nicht Grisou. Also, das war bei mir auch alles ein bisschen komisch. Aber ich fand es halt irgendwie auch cool, weil der sich dann hier so da durchwurstet. Siehst du hier? So, an der Achterbahn vorbei habe ich den gelegt. Und den Ausgang, glaube ich, habe ich auch zur anderen Richtung hingelegt. Machen wir, denke ich auch, ne? So, somit das Beste. Ach ne, guck mal, wir können hier fast geradeaus. So, zack, ein Schild auf jeden Fall dahin. Dass hier nur der Ausgang ist, ne? Sonst haben wir da wieder Palaver mit den Oh, mal Leuten. vergessen. Oh, bitte lass mich das. Aua. Ja, das geht auch. Boah. Dann habe ich das nicht ganz verkehrt gemacht. Ne, es Das geht. nennt man übrigens mehr Glück als Verstand. Geht bei dem Ding auch gar nicht Das nennt anders, man Grisou. mehr Glück als Verstand. Wer Zarazani jetzt hier hätte, er schon einen Clip gemacht. Ist so. So, und die hätte ich auch gerne in einer etwas freundlicheren Farbe. Ein bisschen grün. Ja, ein knalliges Orange, oder? Ja, ich glaube, wir lassen es. 2 Mark? Ja, ne? 2 Mark können wir ruhig nehmen. Beste Bahn einfach mit. Ist einfach so. Loren-Achterbahn, ein Traum. Ich sag ja Phantasialand, Colorado. Wow. Absolutes Highlight. Nie würde ich Clips machen, die dich unvorteilhaft darstellen würden. Doch, aber das ist okay, Zara. Ich habe gehört, wenn man erfolgreich will, dann braucht man YouTube Shorts und man muss auch auf TikTok aktiv werden. Und beides sind alles nur Kurzvideos. Also hau in die Tasten. Ab jetzt bitte wieder regelmäßig dabei sein und Clips machen. Ich meine, wir können natürlich gerade bei Rollercoaster auch mal absichtlich Sachen kaputt machen. So ist nicht, ne? Potato Mann, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Kurzvideos. Oha, nicht? Komm, da gibt's genug. Ich meine, wie gesagt, wer Freude daran hat, ne? Das schreit nach aus Kontext gerissenem Content. Ja, ist doch wurscht. Das wollen die Leute doch heute sehen, Player, weißt du doch. Also fühlt euch auch ruhig frei, wie gesagt, im Nachhinein die Streams anzugucken und irgendein Blödsinn zu machen, aber ich glaube, wir werden auch mal. Ich glaube, wir werden auch mal gucken, dass wir mit Absicht ein bisschen Blödsinn machen, einfach. Dann machen wir mal so einen Clip-Tag oder so. Lassen wir hier Achterbahnen, Unfälle bauen und sowas. Oder irgendwie so, das, was die Leute halt sehen wollen. Die wollen ja gar nicht, dass es immer klappt. Oh, 2,50 ist auf jeden Fall zu teuer. Ja, so viel bezahle ich nicht. Also 2,50 ist zu teuer für die Baumstammrutsche. Die Frage, sollen wir diese Autoscooter, sollen wir so manche Sachen einfach kostenlos machen? Könnten wir eigentlich auch, ne? Was wäre der Autoscooter? Ist ja auch hierbei. Tatsächlich. Gäste verlaufen sich, ja, da kann ich aber nichts für. So, habt ihr richtig Bock auf Techno-Mucke? Die kommt nämlich jetzt. Ich weiß es noch. Kann ich hier eigentlich auch Ein- und Ausgang hinsetzen, wo ich will? Könnte ich hier nämlich an die Seite setzen? Ich glaube ja, ne? Baum im Weg, der macht weg. Pow, pow. Ja, ich glaube, kann ich. Das passt ja. Baum im Weg. Ja, oh Gott, dann setzen halt dahin. Wagen 7 ist noch nicht zur Station. So, Wagen 7 von der Achterbahn 4. Okay. Finde ich jetzt komisch, aber was soll's.
Der Wagen wird schon wissen, was er tut. Er ist ja alt genug. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, ne? Techno-Mucke! Ja, Mann. So sieht's aus. So, Schiffschaukel scheint auch relativ beliebt zu sein, wa? Vielleicht sollten wir einfach eine zweite davon bauen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, hier oben ist keine Information, das ist nicht... Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Und hier könnte auch definitiv noch ein Klo hin. So, zack. Haben wir das. Oh, boah, Alter. Warte, Mark 50 ist natürlich okay. Denke ich. Achterbahn 4. Ach lol. Hier kommen die Wagen nicht weiter. Warum das denn? Der eine steht einfach hier mitten auf der Strecke. So. Dann muss ich hier leider schließen und wieder drüber. Wie dämlich ist das denn? Hauptsache der Wagen bleibt hier einfach auf der Strecke stehen. Richtig dumm. Naja, passiert. Ich glaube, hier fahren nicht so viele mit. Ne? So teuer? Machen wir mal was billiger. Ach, da war ein 5. Effekt. Mein Gott, warum ist hier immer alles kaputt? Es ist immer alles kaputt. Ja, dabei fällt mir gerade ein Wartung hinterher noch runterdrehen. Ihr habt recht. Alle 10 Minuten und wieder ein Techniker, der hier lebt. Ja, ein bisschen bewegen soll er sich auch dürfen. Ne? Und ich glaube, ich brauche auch wieder einen Kollegen, der hier sauber macht. So. Rasenmähen brauchst du wieder mal nicht. Das haben wir, das haben wir. Das läuft soweit ganz gut. Ist das der Feldgraf uns eigentlich egal, ne? Verlängerung haben wir ja selber gemacht. Was hast du? Ah. Wartung alle 10 Minuten mal. Hier ist ja schon wieder alles vollgebrochen. Da. Noch jemanden, ne? Bis da, denke ich, kannst du ruhig machen. So, zack. 1300 Besucher, das ist doch auch gar nicht schlecht. Ich glaube, 1000 sollen wir haben. Damit haben wir das Ziel ja auch hier leicht überschritten. Jetzt noch Kredit loswerden würde, wäre ich eigentlich ziemlich begeistert. So, das haben wir noch nicht gebaut. Die Überkopfschiffschaukel, die haben wir doch, glaube ich, hier drüben, oder nicht? Nö, haben wir tatsächlich noch nicht. Sollten wir die vielleicht hier hinbauen, oder? Ingang, Ütgang. Mark. Der Preis ist jetzt nicht mehr zu billig. Nur noch 55 Mark. Moment, die Stahlachterbahn steht doch auch. Ja, diese hier. Oder welche meinst du? Holzachterbahn, hier mal diesen Mini. Pferderennbahn haben wir noch, auch immer gut.
Wir haben halt noch echt viele Achterbahnen jetzt, ne? Wir haben hier diese aufgesetzte, wir haben die Korkenzieher, das war damals immer mein Highlight. Und die Bobbahn, die hätte ich an sich auch noch sehr gerne. Aber ich glaube, das schaffen wir tatsächlich nicht mehr von der Zeit her. Wir haben uns leider hier mit unserer kleinen Parkbahn, auch wenn die echt verdammt gut angenommen wird, was mich wirklich sehr gut freut. Weil, also normalerweise kommt hier gerade die Miniatureisenbahn nie wirklich gut an. So kenne ich es zumindest. Die wird richtig, richtig gut angenommen, was mich sehr freut, aber die hat uns ja Unsummen gekostet. Ich glaube, das waren 10.000 oder mehr, was wir hier reingesteckt haben. Das war ja schon ein bisschen abnormal. So, wo ist hier unser Techniker? Da, glaube ich, kommt er. Ja, neue Attraktionen hängen da auf der Bahn. Ne? Guck mal, da die Bank ist immer noch kaputt. Hier liegt Müll rum. Da die Mülleimer kaputt. Also hier scheint irgendjemand sickig gewesen zu sein. Warum auch immer. Keiner. Lampen haben sie mir auch kaputt gemacht. Ich repariere dir die Bank. Ich sehe aber wie gesagt auch nicht, wo meine Sauberleute sind. Aber hier ist ja auch wirklich eine Menge Müll. So. Hier ist wieder eine Menge Zeug. Es ist ja nicht so, als ob die sich das nicht teilen könnten, aber. Also ein bisschen habe ich das Gefühl, die verteilen sich alle da, wo nichts zu tun ist. Ist ja wie in der echten Welt, wa? Ich meinte die Pferdebahn, Entschuldigung. Scheint aber wieder zu laufen. Ne, hier bei der wilden Maus ist irgendwie ein Wagen nicht zurückgekommen. Ja, weil der, keine Ahnung, der ist halt einfach hinter der Station stehen geblieben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwie einfach ein Fehler. Ist halt so. So, wo ist denn jetzt? Hä? Mir jetzt erklären, warum du nicht da reingehst? Darf ja nicht wieder so eine Fußspuren her. Wow. Okay. Alter, wer repariert denn jetzt die Pferdebahn? Ja, hier. Also der Kollege, der Mechaniker 14, der hier die Fußstapfen hat, der wollte nicht die Pferdebahn reparieren. Naja, okay. Dann ist das halt so. Aber jetzt ist er ja da. Guck mal, letzte Inspektion, 5 Minuten, ne? Trotzdem kaputt. Es ist so unfassbar. Hallo, liebe Freya! Hey, wie geht's, wie steht's? Schön, dass du da bist. Lange nicht mehr gelesen. Wir sind schuldenfrei. Boah, ich wünschte, ich könnte das hier beim Haus auch einfach mal machen, ne? So eine Achterbahn in den Garten setzen. Eintritt nehmen von den Leuten und dann einfach hier zur Bank, klack, 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 so fertig. Naja, man muss Träume haben, nicht wahr? Warum reduzieren wir das hier mal? Da stehen ja wirklich sehr wenig Leute an, dafür, dass es eine richtig tolle Achterbahn ist. Was ist mit dir, Junge? Geh doch mal da rein. Riesenrad 1 ist immer noch nicht repariert. Geht. Naja, aber da war doch einer. Was habt ihr denn? Komm, kostenfrei, was soll's. Hier sind meine ganzen Attraktionen, ne? Das ist zu viel. Komm, den machen wir mal kostenfrei. Das machen wir mal kostenfrei. Was soll der Geiz? Den machen wir auch kostenfrei. Ist ja eh ständig kaputt. Ist ja dann auch egal. Labyrinth kostenfrei, Rutsche kostenfrei, nutzt ja eh keiner. Hier Autofahren kommen kostenfrei. Fertig. Hier habe ich das Gefühl, haben die Leute auf jeden Fall Hunger.
Wo ist hier die nächste Info? Da unten sollten wir auf jeden Fall auch noch eine hier auf den Hügel setzen. So, und hier unten sollten auf jeden Fall noch ein paar leckere Buden hängen. Mini-Eisenbahn ist defekt, das ist sehr, sehr schlecht. Mini-Eisenbahn ist gute Eisenbahn. So, ja, hatte Umzug, deswegen war ich nicht da. Ach du meine Güte! Wo bist du hingezogen? Also, ganz grobe Richtung nur. Soll ja. Musst nicht direkt deine Adresse in den Chat schreiben. Das ist schon okay. Ich hoffe, da läuft schon einer hin. Auf dem Weg zur Mini-Eisenbahn. Sehr gut. Mit oder ohne Achterbahn im Garten? Ja, gute Frage. Gute Frage. Ich habe gerade heute gelesen, dass die Wikinger-Männer ihren Frauen Katzen schenken, weil die Tiere mit der Göttin Freya assoziiert wurden. Na siehste, ich habe Parkkarte bereits. Achterbahn 6 ist immer noch nicht repariert. Boah, Junge, ich möchte echt kotzen. Wo sind denn die Jungs hier? Hatten wir hier nicht sogar einen Techniker nur für die Achterbahn eingestellt? Warum muss der von da drüben kommen? Das ist aber der, der eigentlich nur hier laufen darf. Okay, das ist. Jetzt wird es ja richtig kurios. Hamburg zu Bio? Echt? Du bist. Also ihr seid zusammengezogen. Das ist ja richtig cool. Mit Achterbahn, aber ohne Garten. Ja, mega, ich freue mich. Glückwunsch. Finde ich gut. Ha, der Bio wird erwachsen. Dass ich das noch erleben darf. Cool. Ja, nicht schlecht. Schöne Grüße. Falls er noch lebt. Ich meine, ich gehe davon aus, aber man sieht ihn nicht mehr. Man hört ihn nicht mehr. Gar nichts mehr. Er ist einfach weg. Hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Ja, ah, ja. Früher. Ah, hatte der Bio noch Interesse, aber jetzt. So, Ausgangsschild hin. Ich glaube, hier setzen wir auch noch eins hin. Ich weiß nicht, ob wir damit diese Verlauferei in den Griff kriegen, aber wir können es zumindest mal versuchen. Fake News, was? Er sagt, er lebt nicht mehr. Schöne Grüße von ihm. Ja, danke. Zurück. Hat er jetzt auch einer meine Bänke kaputt gemacht? Was ist denn nicht richtig mit euch? Lasst doch die schönen Bänke. Da wollen Leute drauf sitzen. Hier die Lampen. Guck mal hier. Hier ist auch wieder alles vollgebürgelt, ne? Ich packe es nicht. Wo sind die? Ich habe 18 Reinigungskräfte und es ist einfach gefühlt überall noch Kotze. Das kann doch nicht wahr sein. Mal ehrlich. Geht doch nicht. So. Bio muss ja jetzt erstmal eine Katze organisieren. Gar nicht verkehrt. Weiß gar nicht, ob Bio so der Katzentyp ist. Vielleicht ist Freya auch gar keine Katzenlady. Wer weiß das schon. Wohl eigentlich. Miezis sind schon was Tolles. Miezis sind schon wirklich was Tolles. Jetzt auch Breche. Los, du da. Ich hoffe, du marschierst dahin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter so. Schön die Breche wegputzen. Wegfegen, besser gesagt. Der mag schon Katzen. Ich, Sarah. Sogar sehr.
So, 1400 Besucher, Alter, und 8000 Mark. Wir müssen das Geld ausgeben. Was ist hier los? Wir sind hier nicht bei Farming, wo Toto aufs Geld guckt. Wir können hier voll rumschmeißen. Hier mal so die längeren Ausgänge kennzeichnen. Weißt du, dass man da wenigstens sagen kann, hier verlauft das nicht mehr. Dann laufen die da nicht ständig rein. Ein, zwei Klicks, mein Gott, aber so längere Ausgänge. Bisschen kennzeichnen, sonst kommen die Leute auf blöde Ideen. Du weißt ja, wie die sind. Hier zum Beispiel, ne, da laufen die da locker auch hoch. So, Disbarsch, das haben wir alles gekennzeichnet, das haben wir gekennzeichnet. Den haben wir auch gekennzeichnet. Wunderprächtig, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ne, Alt F4, alle Fenster schließen. Brumm, brumm, hallo lieber Mischien, schön, dass du auch da bist. Ich muss aber jetzt schlafen, morgen arbeiten wieder. Eieiei, ich liebe Katzen, siehst du? Aber Wohnung zu klein für Katze. Jetzt zieht ihr schon zusammen, dann ist die Wohnung zu klein. Na, also Freya, da muss man aber was tun. Obwohl so ein Schneeleo wäre schon was, siehst du? Ich, wobei ich mag auch Hunde und sonst alles, was für Beine und Fell hat. Jo, außer Pferde. Die langen Nasen kann ich einfach nicht lesen. Großartig. Ich finde die ganz lecker. Jo, in der Pfanne oder auf dem Grill mit Kräuterbutter sind die Hafervergaser super. Boah, Leute. Ihr seid wirklich was ganz Besonderes. So, Bobbahn oder Korkenzieher? Bobbahn, ne? Komm, Bobbahn ist richtig gut. Mini Bob? What's der Mini Bob? Der ist aber gar nicht so Mini Bob. Achso, nee, das war auch Big Bob. Mini Bob? The Big Bob? Was kostet denn der Big Bob? 10.000 Mark, den können wir hier scheinbar hinsetzen. Klingt ja eigentlich ganz verlockend, oder? Klappt das jetzt schon? Kann hier nicht gebaut werden. Jetzt? Stopp, da unten stand doch eine Zahl. 10.000, warum kannst du so nicht gebaut werden? Na, soll mir auch wurscht sein. Platsch. Geht doch nicht über Big Bob. Hier ist aber auch so komisch zu platzieren, ne? Also, das kann ja nicht gebaut werden. Achterbahn, wir bauen es halt hier hin. So. Fertig. Zack. Mark 50, oder? Ja, Mark 50. Der gute Big Bob, Mensch. Über. Ich glaube, der hat nicht das Richtige genommen. Was war das? Sehr schön. Geht ab. Junge, der Parkeintritt ist nicht so günstig, wirklich nicht. Anstehschlangen unter der Achterbahn, ne? Ich finde das so geil. Also ich liebe das einfach, wenn man so richtig schon praktisch in der Achterbahn drin ist beim Eingang, finde ich immer mega. Also finde ich richtig, richtig mega. Ja. Man mag sie auch raten, warum sollte man nicht? sind außerordentlich kluge Tiere. Nee, danke. Brauche keine Rattenmäuse. Ach so, Mäuse ja, Ratten nein. Ah. Neue Attraktion, Topspin.
Topspin. Hier oben ist noch ein bisschen leer, oder? Das wird schwierig mit den Wegen, der Zubewegung. Hier so. Mein Topspin auf dem Berg. Hier ist auch noch relativ leer. Hier ist leer. Da sehe ich doch ein. Ah, wie geil. Bewegungssimulator. Das ist auch geil. Um 50 Cent, Hauptsache da gehen ein paar Leute drauf. Mega geil, Simulatoren. Oh, da war ich auch früher so gerne immer drauf. Fand ich immer richtig cool. Zack. Topspin, dann setzen wir den halt hier hin. Mit der Bobbahn, wir können auch die Bobbahn. Los mit euch. Bobbahn ist Beste. Ausgang. Ach komm, 50 Cent, oder? Geht schon. Zack. So, bin aber auch weg. Bin nur am Handy. Eieiei, das wird etwas heiß. Wir hören oder schreiben wieder. Ja, ich würde mich wie gesagt sehr freuen. Ja, auch im Discord. Ihr seid willkommen. Das weißt du ja hoffentlich. Und dann hoffe ich, wie gesagt, bis demnächst. Ach, Herr Jemine, der Besucher ist ratlos und kann den Parkausgang nicht finden. Und wo ist er? In der Nähe vom Parkausgang? Wow. Okay, ich kann den Parkausgang nicht finden. Geht raus. Danke fürs Gespräch. Ernsthaft, vielen, vielen lieben Dank. Was ein Abschluss. Ach ja. So, was könnten wir denn jetzt noch machen? Eigentlich nichts mehr, wa? Warten wir aufs Finale, oder? Wenn wir das geschafft haben, dann kommt doch schon der nächste Park. Oder sollen wir auf Call of Duty wechseln? Was haltet ihr denn davon? Mal gern, wie gesagt, kurze Rückmeldung. Also ich habe mir Call of Duty gekauft, und zwar den Teil Vanguard. Der war im Steam Sale. Ich würde aber tatsächlich dann eher die Singleplayer-Kampagne mit euch spielen wollen. Vater hat bei der Müllverbrennung gearbeitet. Da gab es Ratten. Da schlackerst du mit den Ohren. Ja, vermutlich. Aber die hat er ja vermutlich nicht mit nach Hause gebracht, oder? Leute, ihr müsst doch mit der Bobbahn fahren. Was ist denn los mit euch? Hier konnte ich gucken, ne, wie viel das erregt. Erregungsrate sehr hoch. Baumstammrutsch ist defekt. Das ist nie gut. Ach, wir haben auch eine. Haben wir auch noch nicht gebaut. Könnten wir eigentlich auch noch hier in den See reinklatschen, ne? Zack. Demon Drop. Kriegen wir den hier hin? Natürlich nicht. Oder? Haben wir uns da jetzt genau die Dingens in den Weg gebaut? Ne, müsste der doch eigentlich drunter herfahren können, oder nicht? Tatsächlich. Guck, Patsch. So, einfach mal hier ineinander gewurstet. So, mal den Ein- und Ausstieg noch ein bisschen verlängern hier. Markt. Und dann nicht über den Markt. Oh,
Ach ja, deswegen. Ah, schwierig jetzt hier. Muss ich auch noch bauen. Bisschen andere Farbe, oder? Das sieht doch nicht aus. Alles so duster immer. So, auf geht's. Haben wir auch noch eine Wasserrutsche. Mach wie du Lust hast. Ich wäre für einen friedlichen Abend mit Achterbahn. Oh nein, die Ratten bleiben auf der Arbeit, süße. Autofahren ist defekt. Eieiei. Hat er jetzt hier die Boote nicht voll gemacht, sag mal? Warum machst du keine 10 Boote? Sorry an der Stelle, Leute, aber wenn 10 Boote passen, wollen noch 10 Boote drauf. Besucher äußern sich, dass der Eintrittspreis zu den. Nein, der ist nicht so günstig. Bei aller Liebe, der ist bei 55 Mark, oder? Der fast Phantasialand-Vibes hier. Kann ich auf 60 Mark erhöhen. Das ist ja frech. Der Park erhielt einen Preis, weil er mit dem höchsten Superwert des Landes gewählt wurde. Eieiei. Miau, da flitzt die Bobbahn. Sehr gut, ich mag Bobbahn. Neue Attraktion, 3D-Kino. Boah, hier kommen aber auch echt viele Tempel, ne? Hier ist auch noch Platz. Und noch eine Korkenzieher-Achterbahn hinzimmern. 1600 Besucher fast. Halleluja. Hier noch so ein Rafting. Den wollte ich nicht wegmachen. Ich wollte ihn wegmachen. Zack, 3D-Kino. Auch noch dahin. Was haben wir noch? Hier diese Wildwasser, dieses Rafting können wir noch irgendwo hier, oder? Hier das platt machen. Komm, wir müssen noch Geld loswerden. Bisschen was hier für die Wirtschaft tun, ne? Neue Klamotten. Ne, wie war das? Alte Klamotten wegschmeißen, neue kaufen. Das ist ein Wirtschaftswunder. Was hat denn hier wieder? Wieso ist das so breit? Kriege ich hier gar nicht rein. Wagen 9. Das ist also ein Müll. Das ist wirklich Müll. Was habe ich jetzt hier gebaut für Rafting? Kann man gar kein Rafting hinsetzen. Haben wir keinen Platz für. Oder hier irgendwo hinsetzen? Ich meine, ich bin jetzt auch unkreativ, ne? Muss ich ja dann leider doch zugeben, aber. Hier so. Ach ja, guck mal, hier passt das doch sogar. Passt noch gut hin. Wo fahrt ihr denn überhaupt los? Hier, ne?
Hier hoch. Könnte sein. Das ist ja eigentlich auch wurscht. So, haben wir das auch. Haben wir ein Rafting. Was fehlt unserem Park jetzt noch? Theoretisch so eine Korkenzieher-Achterbahn oder so. Aber wie gesagt, die würde ich eher selber bauen. Kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Da hat uns leider unsere kleine Parkbahn so ein bisschen den Genick gebrochen. Ich glaube, machen wir auch nicht nochmal. Auch wenn ich das Ding echt schätze und der Meinung bin, hat Spaß gemacht oder war schön, aber jetzt fängt der Saulappen da wieder rum oder was und weiß nicht, wie er da reinkommt. Gleich schrei ich ihn an. Aha. Wo ist das Defekt? Achterbahn 6 ist defekt, mein Gott, jetzt ist wieder einfach. Jetzt geht's wieder so. Kurz vor Ende muss noch mal alles kaputt gehen, oder? Welchen Oktober haben wir denn? 22. Und was war noch mal unser Ziel? Bis Ende Oktober. Ja, 4. Oh lol. Im Park zu haben, sowie eine Parkbewertung von 600. Parkbewertung haben wir. Besucher von 1000 haben wir auch. Bis Jahr 4, dann haben wir ja noch ein ganzes Jahr. Alter Schwede. Ich habe jetzt hier einfach irgendwo die Sachen hingeklatscht, weil ich dachte, komm, beeil dich, ist ja gleich eh fertig. Okay. Hätten wir das gewusst, hätten wir vermutlich etwas besser koordinieren können. Ah, guck mal, jetzt wo umsonst ist, jetzt steht ihr hier alle an, ja? Ja, so haben wir es gerne. Das ist doch voll die tolle Attraktion, wenn ich nichts zahlen muss. Ja. Da muss ich die ja sogar noch nachher umbauen, wa? Weil die funktioniert ja so nicht. Ach, herrlich, Loren Achterbahn, beste. Einfach beste, wo gibt's. Miau. Foto. Ja, Leute. Ja, wir. Haben die Wartebereiche eigentlich einen Effekt auf das Spiel? Inwiefern? Ich würde jetzt mal so sagen, umso mehr Leute im Wartebereich stehen, umso weniger rennen die durch den Park, ne? Also, oder umso weniger sehen die andere Sachen, aber ansonsten. Es können halt mehr Menschen anstehen. Umso mehr anstehen, umso schneller sind natürlich die Sachen voll. Aber wenn zu viele zu lange anstehen, dann kommt keiner mehr. Also dann gehen die auch nach einer Zeit. Das ist halt auch sehr angewandt. Ich glaube, den Wartebereich bauen wir mal nach hier um, damit der kürzer wird. Den hier können wir auch kürzen. Machen wir auch. Entschuldigung. Aha, er findet wieder auf dem Weg. Weltraumkreise. Das wird euch jetzt nicht gefallen. Ist mir aber eigentlich auch egal. Fand ich immer sehr praktisch an dem Spiel, dass man die Dinge also auch abreißen kann, auch wenn da die Leute stehen. Fand ich immer sehr, sehr praktisch. So, los, verteilt euch mal. Geht mal zur Attraktion, wo ihr bezahlen müsst.
Ja, guck, die ist auch ein bisschen aus der Mode gekommen jetzt langsam. Gibt halt jetzt einfach zu viel, ne? Dann ist der Parkeintritt teuer. Das heißt, die Leute müssen sich natürlich ein bisschen entscheiden, was sie jetzt machen. So, aber ihr lieben Leute, wir sind in Jahr 4 angekommen. Bedeutet, Jahr 3 ist vorbei. Ich mache mal einen kurzen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, bis demnächst. Tschüss.